Schauspiel-Teaching ansteht. Jetzt erzählt mir mal, was ihr heute Morgen gemacht habt. Hä? Wir haben heute Catwalk-Training mit Rick gehabt. Okay, so es ging eigentlich um Ausdrücke oder um ja, was ja, ging genau. Es? Attitude. Beim Modeln ist es natürlich sehr wichtig, dass man Emotionen zeigt, ob es jetzt Werbefilme, Fotos oder Modeschauen sind. Und darum haben wir auch dieses Mal mit den Models Emotionen gelernt und dass sie auch Emotionen rausbringen und rüberbringen. Gutes Model muss natürlich Emotionen rausbringen. Und das muss man halt eben ein bisschen lernen. Und darum bin ich heute hier, weil ich mit euch ein bisschen lernen will. Zusammen, mit euch zusammen, ne? Alle arbeiten so hart, da ist es manchmal schwierig, sich sein Lächeln zu behalten. Aber wenn etwas lustig und unterhaltsam ist, macht es diesen Job ein bisschen einfacher. So, Vanessa, du hast 23 Millionen im Lotto gewonnen. Was? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ja! Ja! Feier! Ich hab gewonnen! Ja! Ich hab gewonnen! Ich hab den Lotto gewonnen! Ich hab den Lotto gewonnen! Ich hab den Lotto gewonnen! Ja! 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 Ich hab den Lotto gewonnen! Ja! Ja! Ich fand die Vanessa, wie gesagt, ein bisschen laut beim Schauspieltraining. Also meiner Meinung nach war es einfach wieder Vanessa. Ich hätte mir gewünscht von der Vanessa, dass sie mal was ruhiger spielt. Weil ich das Ding ist, habe ich eh gesagt, ich glaube sie halt nicht, weil es so overacted ist. Da kann man nur applaudieren, würde ich sagen, ne? Ha? Bravo, hast du das gemacht. Ich mag solche Übungen, ich finde es toll, sowas zu machen, ich finde es irgendwie befreiend. Mir taugen solche Übungen sehr und ich finde es richtig cool, dass wir heute das in dieser Runde machen dürfen. Du. Yes, ja, you. Genau du. So. Stell dir vor, deine beste Freundin hat dir etwas sehr Schreckliches angetan. Aber das war nicht so schlimm wie das, was dein Freund getan hat. Die beiden haben dich betrogen und das hast du gerade herausgefunden. Sorry, Babe. Hallo. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Na, gut? Sag, erzähl mal, wo warst du letzte Woche? Am Freitag. Am Freitag mit Thomas. Hm? Hat sie nicht letztens aus gemeinsam? Ich war krank zu Hause. Spinnst du? Sagst zu mir, du gehst nur fort. Macht euch einen netten Abend, Fernsehabend. Und was sehe ich? Du wachst bei ihm auf der Couch auf. Ich komm rein in unsere Wohnung und du liegst da mit ihm. Was spinnst du? Was soll das? Man, wir sind befreundet seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren bin ich deine Freundin. Wir waren gemeinsam im Kindergarten auch gemeinsam. Spinnst du? Als ich da meine Rolle spielen musste, habe ich wirklich an meine beste Freundin gedacht. Aber halt nicht, dass sie mich mit meinem Freund beschissen hat, sondern einfach, dass ich hier mal einen riesen Krach mit ihr. Bravo! Bravo! Hast du super gut gemacht, ganz, ganz toll. Ja? Du bist ganz besessen auf ein paar Schuhe, aber es ist Ausverkauf. Und gerade die Frau, die vor dir ist, kauft dir dieses Paar Schuhe vor der Nase weg. Du liebst sie, kannst ohne die nicht leben. Das sind echt schöne Schuhe. Die passen mir genau, das ist genau meine Größe, wirklich. Und ich war überall jetzt, und das sind die letzten. Also bitte, ich tue mir wirklich nie was Gutes und heute einmal im Monat, bitte. Bitte, 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 bitte. Ich bin wirklich freundlich. Entweder bringst du die um oder du machst Selbstmord, oder? Adi. Ich brauche die Schuhe. Gott, wenn ich die Schuhe nicht kriege. Ja, weiter, weiter, weiter. Auf die Knie. Ich brauch diese Scheißschuhe! Verdammt! Du hast mich auf dem Gewissen! Ich brauch die Schuhe, ich stehe am Satz! Ich glaube, sie wird ein tolles Model. Mit ihrer Einstellung, ja, das glaube ich.
Also ich glaube, ganz Österreich denkt jetzt, ich habe einen Fall. Dutsch. Und ich glaube, es rennen jetzt dann alle weg, wenn ich mal in den Schulladen reingehe. Hallo, Marc. Es ist ja 3 Uhr morgens. Ich bin's, Charlotte. Halt das Handy an, die muss ja... Ja, was ich mache? Oh, du geile Schnitte. Ich rufe dich an, weil ich finde dich so saugeil einfach. Was ich hab? Gar nichts. Was hab ich? Was hast du? Hast du Zeit vielleicht? Dann könnten wir vielleicht. Ich wollte dir immer schon mal sagen, du bist so eine geile Sau. Und ich stehe voll auf dich. Und dein Arsch ist der geilste. Ich will am liebsten reinbeißen, deinen geilen Arsch. Und ich habe eben gemerkt, wie ich dann so am Boden telefoniert habe, betrunken, dass die Mädels das total lustig fanden. Und dann war es für mich auch leichter irgendwie. Sag, du findest mich auch geil, bitte. Wenn du kommst, komm ich auch. War das toll, ne? War lustig. Ja? Gehst, würdest du so rausgehen im normalen Leben, ne? Aus dir rausgehen? Vielleicht du... nicht ganz so direkt, ja? Aber mit ein paar Bier dann eher direkt. Ah, ja. Also ich hätte jetzt nicht von Charlotte gedacht, ich habe Tränen gelacht. Es war so toll gewesen, und so aus sich rauszugehen und dann solche krassen Sachen zu so einem Typ am Telefon zu sagen, das ist schon große Schauspielerei, ja? Now. Etwas Furchtbares ist passiert. Dein Haus ist abgebrannt. Dein ganzes Geld war im Haus. Das bedeutet, du bist jetzt sehr arm. Du hast deine Handtasche und Schuhe im Haus gelassen. Einfach alles ist weg. Und jetzt zieht plötzlich ein Wind auf und bläst ein Lotterielos genau in deine Hände. Gegangen, Greta. Ich bin ganz erstaunt von dir. Super hast du es gemacht. Ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen fertig, aber ich glaube, ich habe ein bisschen mehr gegeben, als ich in meinen Kopf und in meinen Körper gehabt habe. Aber ich bin froh, dass ich konnte meine andere Seite ein bisschen zeigen. Überlegt euch mal, was war eigentlich so das Schlimmste in meinem Leben? Und so die Emotion rauskommen lassen und mal so spielen, weißt du, so sich richtig in eine Emotion reinspielen. Mama, ich weiß, es war immer schwer. Und wir sind halt eine Großfamilie. Du hast 5 tolle Kinder zur Welt gebracht und ich bin eines davon. Und wir hatten nie viel zu essen, nie viel Geld. Aber du hast uns immer über die Runden gebracht. Ich bin super stolz auf dich. Und du hast mir das gegeben, was ich brauche für mein Leben. Und es macht mich richtig stolz, dich als Mama zu haben. Danke, Mama. Ist das schön, ne? Das hat mir gut getan, darüber zu sprechen. Und die anderen auch zu sehen, dass sie eigentlich auch eine Geschichte haben, dass wir alle nur Menschen sind. Also ich mag meine Mama jetzt echt gern, aber ich weiß halt nach wie vor, dass es halt so ist, dass halt einfach, also sie ist halt immer so, dass sie mir irgendwie halt irgendwas so mich umarmen will und halt immer so nah sein will und dann nervt sie mich halt immer voll und obwohl ich eigentlich 26 bin, irgendwie dann gehe ich immer so von ihr weg und kann ihr irgendwie nie richtig sagen, dass ich sie halt eigentlich voll lieb habe. Und ich meine, da gibt es voll viele Momente, so wenn ich irgendwie auf dem Klo saß und sie mich geföhnt hat und dann hat halt
Oder wenn ich irgendwie bei ihr halt im Bett lag, hat sie halt so ein Örtchen gehabt und so, und dann hat sie mich halt gestreichelt, dann fand ich das auch voll cool. Aber wenn sie dann jetzt manchmal kommt und irgendwie dann mich halt auch umarmen will oder sowas, dann nehme ich es halt einfach nicht an, weil es mich dann halt nervt. Und ich meine, nehme ich mir auch eh jedes Mal vor, dass ich ihr auch sage, dass ich sie verliebt habe, aber irgendwie kriege ich es halt dann immer nicht so hin. Aber in dem Moment, wo man dann so viele Emotionen und so einen Input bekommt und so einen emotional Trigger einfach hat, dann kann man einfach gar nicht mehr anders. Aber ich fand es dann auch krass, dass wir jetzt auch im Moment in so einer Gruppe in der Situation angekommen sind, so zu neun, wie wir jetzt waren, dass wir uns alle auch so arg vertraut haben, dass so eine Übung auch überhaupt möglich war. Isabel, Wut, Trauer, Ratlosigkeit, Hass, Liebe, Ratlosigkeit. Es wird immer emotionaler. Du kannst dich zerwürfen und uns damals einfach so und zu stehen lassen. Einen großen Applaus an Misha Barton. Weil hier siehst du ja aus, also fast wie so eine Wasserleiche. Hm? Gleich.